Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Ich wollte euch mal was erzählen, was an echt an Cannabis nicht so toll ist. Und zwar ist es, wenn man ein bisschen höher dosiert ist, dass man Schwierigkeiten bekommt beim Abtransport aus der Lunge. Ja? Weil es ist ja so, das Cannabis besteht ja aus Pflanzenbestandteilen, auf denen Trichome wachsen. Und diese Trichome sind so kleine Blasen, die außenrum haben sie eine Wachsschicht und innerhalb ist ein Harz. Um dieses Harz geht's. Da drin, in dem Harz, ist das THC, CBD, andere Cannabinoide, CBG und wie es alles heißt, CBN, CBN, CBD, sind ja Hunderte. Ne? Und auch Terpene sind da drin, das heißt, es ist auch ein bisschen Wasseranteil dabei, aber nur ganz wenig, das meiste ist halt dieses Harz, wie gesagt. Ne? Und wenn man das jetzt erhitzt, verdampft oder auch raucht, ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein kleiner Schwelbrand und hinter der Glut verdampft das Cannabis-Harz. Leider vermischt sich beim Rauchen mit Ruß und mit anderen Partikeln und mit Teer und ist halt deswegen schlechter für die Lunge. Ja, man muss nämlich den Rauch ein bisschen anhalten, damit sich das Harz absetzt in der Lunge. Damit eben darüber, über die Schleimhäute und über die Lungenbläschen und alles, aus dem Harz das THC rauskommt und ins Blutkreislauf rein. So. Der Rest vom Harz oder Teer oder was auch immer, je nachdem, wie man es einatmet, wenn man es verdampft, dann hat man halt das Glück, dass es nur verdampftes war und da ist auch kein Teer dabei. Es geht leichter wieder raus. Ja. Aber wenn es jetzt viel ist, zum Beispiel beim Dabben, wenn man da mal so große Dinger dabbt. Ich habe halt schon manche erlebt, die sich dann husten, dann ganz dumm schauen, weil sie den ganzen Mund voll haben. Ja, logisch, das muss ja auch wieder raus, oder? Aber jedes Mal, wenn es die Schleimhaut durchgeht, gibt es einen ganzen Haufen ab an THC und CBD. Ans Blut und so. Aber wichtig ist, es soll nicht im Körper drin bleiben. Das muss raus. Das ist schlecht, wenn es drin bleibt. Das ist das Brutale an den Joints, die mit Tabak gebaut werden. Oder Bongs, da wo Tabak mit dabei ist. Der Tabak ist noch hartnäckiger. Ja, Nikotin und der Teer davon ist noch hartnäckiger und bleibt noch mehr in der Lunge kleben. Und so hast du halt noch mehr von diesen Karzinogenen, von den Schadstoffen, die krebserregend sind, in der Lunge. Klug ist es natürlich von daher, wenn man es schon macht, dass man es dann verdampft oder dabbt und dann eben kleinere Mengen, damit halt nicht so viel Harz drin ist in der Lunge, weil das ist etwas, was wirklich Schwierigkeiten bereitet, wenn man es dann chronisch macht. Also jemand, der halt dauernd konsumiert oder aus medizinischen Gründen konsumiert. Morgens, wir husten uns alle die Lunge raus. Das muss raus wieder. Das ist halt schon, ja, unangenehm. Das ist eine Nebenwirkung, die halt nie erwähnt wird, aber die halt Tatsache da ist und die ist halt nicht von der Hand zu weisen. Und das ist eine größere Nummer als das ganze andere Quatschzeug, was immer so erzählt wird. Ne? Alles, was nur so Glaubenssachen sind, aber das ist ein Fakt. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Das ist halt einfach Fakt, dass du das einatmen musst und das muss die Lunge wieder abtransportieren. Und manchmal, wenn das Zeug halt nicht so besonders berauschend ist, wenn es mal halt einmal von einem Schwarzmarkt kaufen muss, dann weiß ich ja nicht, was da sonst noch drauf ist. Nicht nur, dass es beim Konsumieren schon kratzt wie die Sau, das ist auch noch so, dass das halt dann widerlich schmeckt, wenn ich es abpusten muss. Und beim Guten ist das so, dass wenn ich es abpuste, das erstmal gut schmeckt. Wegen den Terpenen. So ein geiler Dab, der halt wirklich sauber hergestellt worden ist, wenn man den dabbt, und man muss später husten, oder wahrscheinlich muss man eh schon die ganze Zeit husten, weil es ist halt normal so, dass es die Lunge reizt, dann ist es aber ein geschmackvolleres Zeug. Du hustest raus und das, was darauf kommt, das schmeckt nochmal wie das Gras, und wenn du das unter der Zunge lässt, bis der Geschmack weg ist, dann merkst du auch nochmal einen Wirkungsschub. Aus irgendeinem Grund ist es so, dass das
plötzlich über die Zunge aufgenommen werden kann. Nachdem so das in der Lunge hat, dass dann das da mit dem Schleim so eingeschleimt ist, von dem Lungenschleim, der das zum Abtransportieren halt so macht. Ich weiß, es ist jetzt ein widerliches Thema, gell? Aber naja, ich wollte es nicht außen vor lassen. Ne? Wenn ich schon immer davon erzähle und von schlechten Sachen, dann muss ich es einfach beim Cannabis auch mal erwähnen. Dass es etwas ist, was wirklich nervig ist und etwas ist, was ich als Nebenwirkung ansehe. Und ich verstehen kann, dass es Menschen gibt, die das dann lieber essen, ne? Die Edibles machen und dann sagen, nö, ich rauche das nicht, weil es gehört einfach nicht in die Lunge rein. Peace out.